Boah, ey, aber warte mal, warte mal, warte mal. Bevor ich jetzt Tschüss sag, ne? Ich will jetzt weiter. Nein. Ich kann morgen spielen mal weiter. Ciao, Leute. Hallo, Leute. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut und mir geht's ebenfalls gut. Und hey. Ja, unsere Aufgabe ist es jetzt, Vater Martin zu finden. Mal wieder, wie es eigentlich voll oft da steht. Hier wollten wir ja schon letztens hoch. So. Nee, hier gar nicht. Alles ging an. Ach du Scheiße. Toll, meine Kamera hat voll den Schaden. Oh ja. Okay. Ach. Ist das nicht? Nee, ich dachte, das wäre diese Bücherei da. Ich muss sie zusammengekacken. Sorge den Schlüssel aus dem Aufenthaltsraum. Yes, coming. Coming. Oh oh. Stumpel die. Oh nein. Verdammt. Okay.
saß doch hier. Oh shit. An exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha. Subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866. The films are real. There was no alteration to the footage at all? No trickery? None. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors. Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland. Ja, hier geht's eh nicht auf, das sieht man. Ja, siehst du? Creepy. Weiß nicht, soll ich wirklich nach oben gehen? Ah, die Tür sieht nicht gut aus. Der Sprung, der geht mir hier auf die Eier. Oh Mann. Hier einen Schlüssel. Ich finde Fatomatin in der dritten Etage. Wie oft sollte ich den jetzt schon finden? Was? Ah, warte.
ist hier sehr komisch, ne? Ich weiß einfach nicht, wo ich hin soll. Oh, diese Musik schon wieder, ne? Fuck. Oh Mann, wie komme ich denn jetzt hier raus? Oh. Verdammt. Ey, aber... Ach, shit. Ach, shit. Den Schlüssel habe ich jetzt. Hier. Na gut, wenn ich wieder hier runterspringe, dann bin ich so tot wie letztens. Denn das Leben, das ist nicht einfach. Vor allem nicht bei Outlast. So oft wie ich doch jetzt schon mein Leben verloren habe, ne? Ich bin ja schlimmer als eine Katze. Mann, ey. Ich weiß nur nicht. Oh, verkackt. Ich hab den... Oh, schicke Füße. Ey, süß. Es gibt... Das gibt's doch einfach nicht. Man kann gar nicht an den vorbei, oder was? Oh, ich krieg gleich hier so einen Anfall, ey. Halt doch mal jetzt. Guck mal, der kommt mir ja nicht mehr hinterher gerannt. Spiel wird immer spannender. Aber hier blinkt auch nichts, sieht nichts nach einer Batterie oder so ähnlich aus. Boah, ich habe mich ja schon vor meinem eigenen Schatten hier. Verdammt. Also, ich gehe davon aus, dass ich hierfür auch wieder was suchen muss. Sicher,
Für diesen... Ja. Eine Küche. Willkommen bei Rosins Restaurant. Komm, wir spielen jetzt mal hier Koch. Da 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 da. Das sieht mir nicht aus wie Vater Martin. Ja, trinken. Ich hab sowieso Durst. Ach, heute bin ich ja wieder lustig. Oh Mann. Voldemort. Meine Nase läuft so. War nicht, dass ich echt krank werde, aber nur Schnupfen halt. Kann ich hier raufspringen? Weil irgendwie... Ha! Wofür bin ich jetzt hier raufgegangen? Das hätte nicht sein müssen. Oder war da oben irgendwas? Ne, wir sind da rausgekommen. Und da war ein Gitter vor, da konnten. Ja, oder ist ein Gitter vor, da konnten wir auch nicht rein. Hier auch nicht. Das wird lang. Da muss ja da irgendwas sein. Hier muss irgendwas sein, aber was denn bitteschön? Also... Die ging nicht auf. Ne. Ey, die Tür hab ich ja nicht gesehen. Oh. Ich habe ein schlechtes Gefühl gerade. Oh. Ey, ich fühle mit dir. Ja. Okay. Gibt's hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Okay, okay, okay. Das hätte nicht sein müssen. Oh Gott. Ist Vater Martin vielleicht Kacke machen oder so? Kann das sein? Ich meine, jeder Mensch muss mal auf Klo, vielleicht auch ein Vater Martin, ne? Ja. Wo ist der denn?
danach aus, ne? Bisschen duschen, nicht so fein. Ey. Ach, man, auch kein Vater, Martin. Ey, aber nicht, dass der Vater Martin jetzt auch einer von denen ist, ne? Ach du Scheiße. My job. You alone shall escape the Talbot. This is your penultimate act of witness. Ey, jetzt haben die... The promise of the prophets was always freedom from death. Ich bin raus. Ey. And here it is. Im Ernst? Der Typ, der will mich ärgern. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. Ja, warum kann ich hier nicht raus? We will all of us be free. Oh nein. Okay, und ich denke, ab hier machen wir einen Cut. Also, der Aufzug bringt mich zum Hauptausgang. Problem, komme ich raus. Deshalb machen wir dann morgen weiter und das hört sich schon sehr, sehr spannend an. Deshalb, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ey, dieses Ende ist so geil, ihr glaubt das nicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Keine Ahnung. Weiß nicht. Macht was draus. Ciao, Leute. Boah, ey, aber warte mal. Bevor ich jetzt Tschüss sag, ne? Ich will jetzt weiter... Nein. Ich kann... Morgen spielen wir weiter. Ciao, Leute.